Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zur Hessenschau. Heute blicken wir besonders auf diese Themen. Seit dem Terrorangriff auf Israel im vergangenen Oktober gibt es immer mehr Fälle von Judenfeindlichkeit. Heute sind die aktuellen Zahlen dazu präsentiert worden. Und dieses riesige Bühnenbild wurde per Zufall entdeckt. Es stammt von einem Künstler, der Oscar-Preisträger ist. Wir erzählen diese unglaubliche Geschichte. Ja, und seit heute Morgen geht gar nichts mehr auf der A3 zwischen Bad Camberg und Limburg. Schuld ist ein Unglück eines Gefahrgut-LKWs, das er hier geladen hat. Also beide Richtungen komplett gesperrt. Die A3 ist ja die zweitlängste Autobahn unserer Republik. Die hat wirklich schon viele Pendler Nerven gekostet. Unser Reporter Daniel Engstler ist vor Ort gefahren, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Also man kann schon sagen, dass der Gefahrgutunfall, der sich heute Morgen um 21:45 hier auf der A3 in der Nähe von Limburg ereignete, bei dem auch zwei Lkw-Fahrer schwer verletzt wurden, dass der dafür gesorgt hat, dass in der gesamten Region über den ganzen Tag nichts mehr ging. Denn die vielen tausend Autofahrer, die in Richtung Köln bzw. in Richtung Frankfurt auf der A3 unterwegs waren, wurden von der Polizei abgeleitet bzw. sind von der Autobahn abgefahren und haben dann natürlich rechts und links von der Autobahn auf den Bundes- und Landstraßen dafür gesorgt, dass es zu einem Stauchaos kam. Es dauerte den ganzen Tag, bis endlich ein Lkw herbeigeholt werden konnte, der das gefährliche Lösungsmittel, das der Gefahrgut-Lkw geladen hatte, abgepumpt hat. Und erst am frühen Abend wurde ein Bergungskran geholt, der dann dafür gesorgt hat, dass der verunfallte Lkw wieder aufgerichtet wurde und sich das Stauchaos jetzt so langsam auflösen kann. Ja, und im Moment sind immer noch nach wie vor alle Fahrspuren in beide Richtungen gesperrt und bis in den Abend wird also weiterhin sehr viel Geduld erforderlich sein. Anfang des Jahres haben die Bauern ja vehement protestiert, weil die Bundesregierung die Subventionen für den Agrardiesel streichen wollten. Es ist wieder still geworden um die Landwirte. Sie treffen sich im Moment in Alsfeld. Und die Landesregierung, die neue, die hat ja jetzt ihren eigenen CDU-Landwirtschaftsminister. Die versucht, einen neuen Draht aufzubauen zu den Landwirten. Wir haben mal geschaut, ob das klappt. Milchbäuerin Kerstin Fehr ist wie immer früh aufgestanden, um ihre Tiere auf ihrem Hof in Guxhagen zu versorgen. Dem Hessischen Bauerntag heute bleibt sie fern. 5 Monate nach den großen Protesten gegen die Agrarpolitik sieht sie als Milchbäuerin bisher kaum einen Fortschritt. Das grundsätzliche Problem sind ja die Preise in der Landwirtschaft. Also wir als Milchviehhalter sind ja nur die Restgeldempfänger sozusagen. Wir bekommen am 15. des Folgemonats mitgeteilt von unserer Molkerei, wie hoch der Milchpreis sein wird. Also wir arbeiten ohne zu wissen, was wir am Ende rausbekommen. Kein Arbeitnehmer oder anderer Unternehmer würde das so machen. Und diese Bedingungen müssen geändert werden. Beim Bauerntag in Alsfeld feiern Landesregierung und Verbände derweil einen neuen Schulterschluss. Der Präsident glaubt auf allen Ebenen an eine positive Zukunft. Wir sind in Verhandlungen, wir führen seit der Proteste regelmäßig Verhandlungen, sowohl mit dem Landwirtschaftsministerium als auch mit dem Kanzleramt. Natürlich, es geht mehr immer, das ist auch so. Und die Erwartungshaltung war vielleicht auch sehr groß, aber wir sind auch optimistisch als Verband und als Berufsstand, dass da noch einiges an politischen Veränderungen für die Landwirtschaft kommen wird. Ministerpräsident Boris Rhein ist gekommen, um das auch selbst zu bekräftigen. Seine jetzige schwarz-rote Regierung springt mit Versprechen und Geld in die Bresche. Als damals die Agrardieselrückerstattung von der Bundesregierung beendet worden ist, haben wir gesagt, dann legen wir ein Notfallprogramm für die hessischen Bauern auf in Höhe von 10 Millionen Euro. Hier geht es um einige Bestandteile, mit denen es zu Verbesserungen kommt und zu Erleichterungen kommt. Doch vielen Landwirten, vor allem Ökobauern wie Tim Treis, geht es gar nicht um die Agrardieselzuschüsse. Eigentlich haben die Bauernproteste eher bewirkt, dass die ökologische Ambition der Agrarpolitik zurückgefahren wird. Wir brauchen tatsächlich eine Agrarpolitik, die sich innerhalb unserer planetaren Grenzen bewegt. Das heißt, die Grenzen, die wir haben im Sinne von Biodiversität, im Sinne von Ressourceneinsatz, die das anerkennt, dass es da Grenzen gibt.
Doch der Ministerpräsident will nach den Protesten Anfang des Jahres offenbar erstmal die Wogen glätten. Selbstverständlich ist das Ministerium auch für den Klimaschutz und für den Tierschutz zuständig. Da hat sich nichts geändert, aber wichtig ist eben, dass wir sehr deutlich machen, es ist vor allem ein Landwirtschaftsministerium und es sind ja gerade die Landwirtinnen und die Landwirte, die sich um Tierschutz kümmern, die sich um Klimaschutz kümmern, die sich um Biodiversität kümmern. Das wird bei uns auch weiterhin politisch so sein. Ob im biologischen Landbau oder der konventionellen Milchviehhaltung, die Branche bleibt gespalten. Und viele Bauern skeptisch, dass der Bauerntag irgendetwas verändern wird. Ja, es gibt viele ernste Themen im Moment in unserem Land, zum Beispiel die steigende Judenfeindlichkeit. Die Zunahme von Fällen, wo sich dieser Antisemitismus zeigt, ja, die ist sehr deutlich. Und zwar ist die klar gestiegen nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel. Mehr als 1.400 Menschen sind dabei ja zu Tode gekommen. In Hessen gab es 528 Fälle, wo sich Antisemitismus klar gezeigt hat. Diese Beispiele darunter. 24. Oktober 23. Ein Gedenkstein für die ermordeten Juden und Jüdinnen aus Tann wird mit blutroter Farbe übergossen. 22. November 23. In der Unterführung nahe eines Uni-Gebäudes wurden mehr als 30 Plakate von Hamas-Geiseln beschädigt. Die Gesichter und Namen der Israelis einzeln herausgekratzt und damit entmenschlicht. Zwei Beispiele, dokumentiert von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, abgekürzt RIAS. Heute wurden die Zahlen für 2023 vorgestellt und die sind erschreckend. Gab es im Vorjahr noch 179 dokumentierte antisemitische Fälle, kamen schnell viel mehr hinzu. Und dann kam der 7. Oktober. Und vom 7. Oktober bis zum 31.12. hatten wir 338 Vorfälle durchs ganze Jahr gesehen, 528. Das heißt, ein signifikanter Anstieg, man könnte auch sagen, ein wahnsinniger Sprung. Der 7. Oktober ist der Tag des brutalen Terrorangriffs der Hamas auf Israel. Tatorte des Antisemitismus sind seitdem vor allem Schulen und Universitäten und das Internet auch hier. Schüler erleben das oft über Botschaften in Social Media. Etwa Userin Lamia, die zum Palästinenserkonflikt auf TikTok erzählt, die Juden hätten den Plan, das Land zu stehlen. Das Video ein Zufallsfund. Die dokumentierten Fälle von Judenhass, darunter 16 Angriffe, werden bewusst anonym gehalten, um Opfer zu schützen. Wir müssen uns fragen, wie wird über Antisemitismus in Schulen gesprochen? Wird Antisemitismus historisiert im Sinne von, das gab es in der Shoah und seitdem nicht mehr? Und damit auch so eine Art Externalisierung, das hat mit uns nichts zu tun, dann besprechen wir es nicht und dann kann es natürlich wachsen und wabern, auch durch Social Media. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes zeigt sich wegen der Entwicklung erschüttert. Im Moment ist die Situation so, dass für jüdisches Leben in Deutschland keine Religionsfreiheit gegeben ist. Zumindest wenn man darunter versteht, auch seinen Glauben offen zeigen zu können, weil das ohne Angst nicht mehr geschieht, ohne Angriffe nicht geschieht. Deswegen, es gibt aus meiner Sicht keine Religionsfreiheit für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Das ist eine Schande. Der Film Wannsee-Konferenz über die kalte Planung der Ermordung von 6 Millionen Juden durch die Nazis. Am 30. Januar dieses Jahres beklatschten Wiesbadener Berufsschüler im Kino den Hinweis auf millionenfachen Mord. Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage. Der Fall, ein Skandal. Er wurde später auch in anderen Schulen tief aufgearbeitet. Wir haben Institutionen in der Stadt, die Aufklärung betreiben. Wir haben mit dem Spiegelbild e.V. einen Verein, der das sehr aktiv macht. Wir arbeiten natürlich mit den Schulen eng zusammen, aber es zeigt, dass hier noch großer Handlungsbedarf ist und jeder Fall ist einer zu viel. Der Vorfall beim Film über die fabrikmäßig organisierte Ermordung der Juden wird sicher in die Statistik 2024 von RIAS aufgenommen. Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Zum ersten Mal sind mutmaßliche Geldautomatensprenger auch wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Jetzt kommen die Nachrichten mit dir, Martin. Das sagt zumindest die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Die Geldautomatensprenger sollen in Bad Homburg und Frankfurt den Tod Unbeteiligter in Kauf genommen haben. Insgesamt hat die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft 6 Männer angeklagt. Sie sollen zur niederländischen Szene der Geldautomatensprenger gehören und auch in weiteren Bundesländern Automaten gesprengt haben. Auf dem Hessentag in Fritzlar darf nicht gekifft werden. Das hat das Kasseler Verwaltungsgericht heute entschieden. Die entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt sei voraussichtlich rechtmäßig. Demnach ist Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Kindern und Jugendlichen verboten.
Cannabis ist laut Gesetzgeber auch nicht mit Alkohol und Zigaretten vergleichbar, weswegen das Verbot nach Ansicht des Gerichts nicht gegen das Gleichhandlungsgebot verstößt. Seit vergangenem November gilt in Frankfurt im Bahnhofsviertel eine Waffenverbotszone. Um noch mehr Sicherheit zu gewährleisten, wird diese nun erweitert. Heute Mittag wurde die neue Verordnung dazu vorgestellt. Nach ersten positiven Erfahrungen des Ordnungsamtes war es nur konsequent, die Waffenverbotszone auch auf den Hauptbahnhof selbst auszuweiten, um auch dort künftig Straftaten zu verhindern, sagt die Frankfurter Ordnungsdezernentin Annette Rinn. Dies sei ein folgerichtiger Schritt, um Messer und verbotene Gegenstände sicherzustellen, noch bevor sie in das Bahnhofsgebiet und in die Stadt gelangen, so der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller. Das Waffenverbot gilt in der Zeit zwischen 20 und 5 Uhr. Wir befinden uns im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und berichten ja immer wieder darüber, dass die KI eine Riesenchance für unsere Jobs ist. Sie kann allerdings auch unsere Jobs zerstören. Genau, Christine. Deswegen hältst du jetzt einfach den Mund. Denn dich braucht man bald gar nicht mehr. Dann kann ich alle Moderationen sprechen. Genau so ergeht's einer Frau, die bislang ihr Geld mit ihrer Stimme verdient hat. Passagiere gebucht auf Condor Flug D. Die Stimme kennen viele. Das ist das Gesicht dazu. Alison Repier aus Frankfurt ist an fast allen deutschen Flughäfen zu hören. Sie spricht aber auch Imagefilme, E-Learnings, Texte für Unternehmen auf Englisch und Deutsch. Hermann Moving Racks bietet eine kosten- und platzeffiziente Goods-to-Person-Picking-Lösung auch für sperrige und schwere Güter. Als selbstständige Profisprecherin hat sie jahrzehntelang sehr gut verdient. Doch seit über einem Jahr brechen ihr die Einnahmen weg. Die Unternehmen sparen, Preise werden gedrückt. Es heißt, dass gerade die großen Unternehmen jetzt die Werbebudgets eingestampft haben oder ganz stark reduziert haben. Ja, was natürlich auch seitdem immer häufiger kommt, dass die so, ach nee, das ist uns zu teuer, dann machen wir es mit einer KI-Stimme. Sie und ihre Kollegen befürchten, dass KI, also künstliche Intelligenz und synthetische Stimmen, in Zukunft ihre Arbeit übernehmen. Ich würde sagen, seit Ende 2022 letztes Jahr hat sich das Auftragsvolumen halbiert und dieses Jahr, es ist unterirdisch. Also ich habe Wochen, da kommt überhaupt kein Anruf und keine Anfrage. Das habe ich so noch nie erlebt. Auch professionelle Tonstudios bekommen immer häufiger Anfragen von Kunden, die hoffen, mit KI Geld zu sparen. Und vieles ist inzwischen möglich. Sprache kann zum Beispiel komplett in eine andere Stimme umgewandelt werden. Okay, dann starten wir mit dem ersten Take. Und läuft. Nach 18 Jahren endlich wieder Fußballfieber in Deutschland. Auch Frankfurt ist 2024 wieder Gastgeber für Fans aus aller Welt. Und dann können wir uns das mal anhören, wie Alison mit einer Männerstimme klingen würde. Nach 18 Jahren endlich wieder Fußballfieber in Deutschland. Doch die vielfältige menschliche Stimme kann die KI oder auf Englisch AI noch nicht einfach mit ein paar Klicks am Computer imitieren. Auch bei einfachen Texten braucht sie immer noch echte Menschen als Vorbild. Im Moment ist halt Machine Learning, das heißt, die Maschine, der Computer hat etwas gelernt und dafür muss man ihm ganz viele Beispiele geben. Und es ist nicht so, dass der Computer oder die AI irgendwas aus dem Nichts herzaubert. Also nichts entsteht aus dem Nichts. Es braucht eine Basis und das ist immer eine menschliche Stimme. Doch die Technik entwickelt sich rasant weiter. KI ist auf dem Vormarsch in all unseren Lebens- und Arbeitsbereichen und bietet auch Chancen, sagen Experten vom Fraunhofer-Institut. Wir werden in den nächsten Jahren über 50.000 Hausärzte werden uns fehlen. Wir haben einen riesengroßen Fachkräftemangel in Deutschland, auch im Handwerk, auch in den Pflegeberufen natürlich. Und ich glaube schon, dass da die KI eher sehr viele positive Potenziale mit sich bringt. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht dadurch eine Situation schaffen, wo auf der einen Seite viele Fachkräfte fehlen und auf der anderen Seite Leute ihren Job verlieren, die dann nicht mehr vermittelbar sind. Alison Repier und ihre Kollegen jedenfalls machen sich ernsthafte Sorgen um ihre Zukunft und schauen sich auch schon nach Alternativen um. Ich ertappe mich immer wieder dabei. Ich habe jetzt auch schon ein paar Fortbildungen gemacht, weil ich auch nicht so ein Mensch bin, der rumsitzt. Ich lerne auch gerne neue Sachen, aber dann komme ich immer wieder dazu zurück, dass ich diesen Beruf so liebe. Produktion, meine Stimme zu leihen, das ist etwas, wofür ich brenne, was mir eine große Freude macht und was ich wahnsinnig schade fände, wenn ich das nicht mehr machen dürfte.
Schlange stehen für die Freiheit. So erging das vielen, die 1989 auf der Treppe des Gießener Notaufnahmelagers standen. 1989, da gab es noch die DDR, da gab es noch die innerdeutsche Grenze, die unser Land eben in zwei Deutschlands teilte. Und das Gießener Notaufnahmelager war das einzige dieser Art jenseits von West-Berlin. Im Moment wird es umgebaut zum Lernort und zur Gedenkstätte. Hermann Frankfurt kehrt an einen besonderen Ort zurück. Vor 35 Jahren ist er aus der DDR geflüchtet. Und hier im Notaufnahmelager in Gießen hat er das Regime hinter sich gelassen. Im Herbst 1989 herrscht hier Dauerbetrieb. Für einen Großteil der Menschen, die aus der DDR geflüchtet sind, war das hier tatsächlich die erste Anlaufstelle. Kurz vor dem Mauerfall packt auch Hermann Frankfurt seine Koffer. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern steigt er in den Zug und verlässt seine Heimatstadt Halle an der Saale. Heute erinnert er sich vor allem an die Gründe dafür. Die Resignation, also das nicht mehr für möglich halten, dass sich in der DDR irgendwas zum Positiven entwickelt. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, der noch wesentlich schwerer wog, war das ständige Misstrauen, das uns entgegengebracht wurde. Im Jahr 1983 nimmt ihn die Stasi ins Visier, als sein Bruder in einer Nacht- und Nebelaktion über die Grenze türmt. Hermann Frankfurt wird verdächtigt, ihm geholfen zu haben. Er wird verhört, überwacht und am Ende soll er sogar seine Familie bespitzeln. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Er gibt seinen Job als Bauingenieur auf, will ausreisen. Es dauert Jahre, bis er den Überwachungsstaat verlassen kann. Wer es nicht erlebt hat, kann sich's eben nicht vorstellen, was es heißt, dass man ständig seine Gedanken kontrollieren muss, ob man nicht irgendetwas sagt, was die Karriere kaputt macht oder was Verwandte in Bedrängnis bringt. Und insofern ist dieser Ort natürlich ein Symbol der Befreiung. Seine Erinnerung soll nicht verblassen. Im Gegenteil, auch seine Geschichte soll diese Mauern wieder mit Leben füllen. Das Gebäude ist mittlerweile komplett entkernt. Hier wird etwas Neues aufgebaut. Aus der Kantine wird ein Veranstaltungssaal, aus den Parkplätzen wird ein grüner Park mit Springbrunnen. In den nächsten Monaten soll hier ein lebendiger Lern- und Erinnerungsort entstehen. Gerade in diesem Bereich, was ja wirklich für die Demokratiegeschichte ein ganz fundamentales Feld ist, hat Gießen eine große Bedeutung. Und diese Erinnerung wollen wir hier wachhalten, dass Gießen hier eben auch wirklich eine Symbolkraft als Ort der Freiheit in der bundesdeutschen Geschichte hat. Für die geplante Ausstellung werden vor allem noch Zeitzeugen gesucht. Alleine aus der ehemaligen DDR und den Ostblockstaaten haben 1 Million Menschen ihre ersten Tage in der Notaufnahme verbracht. Aber auch bis 2018 wurde das Gebäude noch genutzt. Die meisten Menschen waren nicht lange hier. Einige sind aber geblieben, wie Peter Kleiner zum Beispiel. Er wohnt bis heute im Kreis Gießen. Im Jahr 1970 hat er im Notaufnahmelager seine Frau kennengelernt. Unser Vorteil war, dass wir quasi aus dem gleichen Stall kamen. Ja, wir kamen beide aus der Tschechoslowakei. Wir konnten beide Tschechisch sprechen. Meine Frau konnte nicht so gut Deutsch wie ich. Das hat uns eben irgendwie zusammengeführt. Ich glaube, jeder Mensch, der jemand kennengelernt hat, hat zu dieser Zeit eine gute Erinnerung an diese Anfänge. Und das ist hier mit der Margaretenhütte verknüpft. Im Sommer nächsten Jahres soll hier alles fertig sein. Wer seine Erinnerung an das Notaufnahmelager teilen möchte, kann sich per Mail bei den Projektverantwortlichen melden. Das Protestcamp auf dem Gelände der Goethe-Uni in Frankfurt. Es darf bleiben. Nochmal Nachrichten mit dir, Martin. Das hat das Frankfurter Verwaltungsgericht heute entschieden. Die von der Universität unter anderem geforderte zeitliche Beschränkung sei ein Angriff in die Versammlungsfreiheit, so die Richter. Zum jetzigen Zeitpunkt seien Eingriffe dieser Art nicht gerechtfertigt. Es sei nicht zu erwarten, dass die öffentliche Sicherheit durch das pro-palästinensische Camp unmittelbar gefährdet sei.
Die Skyliners Frankfurt haben wegen rassistischer Äußerungen während der Playoff-Partien gegen Trier Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das teilte der Basketball-Zweitligist heute mit. Demnach seien laut mehrerer Zeugenaussagen bei beiden Spielen gegen die Gladiators sowohl in Trier als auch in Frankfurt Affenlaute in Richtung des Skyliner-Spielers Yves Ajayi sowie möglicherweise weiterer Frankfurter Profis gefallen. Finale daheim. Davon kann Eintracht Frankfurt träumen, wenn sie in der Saison 2026-27 in der Europa League bis ins Finale vordringen würde. Denn heute gab die UEFA bekannt, dass das Finale der Europa League 2027 in der Main-Metropole im Deutsche Bank Park, dem Waldstadion, ausgetragen wird. Soweit die Nachrichten. Zurück zu dir, Christine. Ja, danke schön, Martin. Dieses Bild, das war lange versteckt im Bürgerhaus in Biedenkopf. Das Bürgerhaus, das soll jetzt abgerissen werden. Ja, und beim Ausräumen, da hat man eben dieses riesige alte Bild entdeckt. Und irgendwie ist das so ein bisschen wie bei der Sendung Bares für Rares. Da tauchen auch manchmal sehr wertvolle Sachen vom Dachboden auf. Mit dem Bild hier ist das ähnlich. Es ist kolossal. Es ist schwer. Insgesamt wiegen die 10 Teile fast 2 Tonnen. Jedes Gemälde im Eisenrahmen ist fast 200 Kilo schwer. Ein vergessenes Kunstwerk, fast 5 Meter hoch und 14 Meter breit, feiert in einem Reifenlager in Gießen seine Wiederentdeckung. Ist immer noch so ein bisschen Traum. Also so immer noch so ein bisschen in so einem Traum drin. Das ist noch nicht so Realität, aber es ist schon schön, sowas zu finden. Das ist verrückt, genau. Ja, das ist verrückt, auf jeden Fall. Das war ja auch beeindruckend. Also das war ja vom ersten Augenblick her beeindruckend. Und dann noch einen großen Namen dahinter, ist natürlich toll. Doch beim Kauf wussten die drei Geschäftspartner noch nicht, welcher Künstler dieses 70 Quadratmeter große Gemälde geschaffen hat. Auch in Biedenkopf war es unbekannt. Sie haben das verstaubte Bühnenbild dort im Bürgerhaus, das abgerissen werden soll, bei einer Auktion für einen Schnäppchenpreis entdeckt und ersteigert. Da war der Plan, das für eine Messe zu nutzen. Wir hatten 1-2 Wochen vorher entschlossen, dass wir auf die Möbelmesse nach Köln gehen mit unserer Firma und hatten gedacht, das wäre ideal als Rückwand, das aufzustellen und davor unsere Möbel zu präsentieren. Doch daraus wurde nichts. Zu schwer und groß. Es blieb in ihrer Werkstatt in Gießen. Und dann begann die Suche nach dem Künstler. Und dementsprechend haben wir natürlich auch in unserem Bekanntenkreis gehorcht, ob da jemand was weiß. Philipp ist gut befreundet mit einem Bauunternehmer, der damals in der Region auch unterwegs war. Am Ende fiel der Name Hein Heckroth. Und der Fund überrascht auch die Hein Heckroth Gesellschaft in Gießen. Wir konnten nachweisen, dass das Bild tatsächlich von Heckroth ist, weil sich im Oberhessischen Museum in Gießen 5 Vorzeichnungen von der Hand Heckroths für dieses Riesenbild erhalten haben. Wir wissen aus seinen Tagebüchern, dass er in den letzten Monaten seines Lebens, vor allen Dingen im April und Mai 1970, intensiv an dem Werk gearbeitet hat. Rund 10.000 Mark erhoffte er sich für den Auftrag. Der Maler und Bühnenbildner Hein Heckroth malte auf Wasser. In den roten Schuhen habe ich das erste Mal Farben und Chemikalien gemixt und sie durch Wassertanks fotografiert. Und für diesen Ballettfilm The Red Shoes gewinnt er 1949 für das beste Szenenbild einen Oscar. 1970 stirbt Hein Heckroth überraschend im Urlaub in Alkmaar an einem Herzinfarkt. Nun wird sein letztes großes Kunstwerk ausgerechnet in seiner Geburtsstadt Gießen wieder zusammengesetzt. Und das macht die drei Besitzer schon stolz. Wir haben es letztendlich gerettet als ein Kulturgut. Also es hätte verschwinden für immer, hätten wir es nicht da rausgeholt aus dem Bürgerhaus. Ja, das auf jeden Fall, ja. Und das war auch, das ist eigentlich der größte Teil, was auch für uns auch gelungen ist, das zu retten. Morgen wird das abstrakte Gemälde für eine Woche erstmals der Öffentlichkeit in Gießen vorgestellt. In einem Reifenlager gegenüber ihrer Werkstatt. Und was passiert damit nach der Ausstellung? Wir suchen natürlich auch eine Stelle, wo wir ausstellen können weiterhin und hoffen natürlich auf Anfragen. Der wiederentdeckte Heckroth ist auf dem Ludwig-Kreiling-Areal in Gießen zu bestaunen. Ein Glücksfund, fast schon Oscar-verdächtig.
Ja, morgen um 19 Uhr ist die Vernissage. Dann können Sie bis zum 29. Mai jeden Nachmittag von 3 bis um 6 dieses Bild bestaunen. Und am Samstag geht es sogar länger, da geht es bis 21 Uhr. Ja, und von der Geschichte um ein Bild geht es zu einer super spannenden Geschichte um diesen Hund. Die ist wirklich passiert. Man hätte es nicht spannender in einem Drehbuch für einen Spielfilm beschreiben können. So sieht ein richtig erschöpfter Hund aus, der unfreiwillig ein echtes Abenteuer erlebt hat. Beagle Tete hat an der Bergstraße für ordentlich Aufruhr gesorgt, aber der Reihe nach. 28 Stunden ist Beagle Tete vermisst. Beim Spaziergang im Wald bei Neckarsteinach läuft er einfach weg. Sein Besitzer in großer Sorge. Ich habe keine Ahnung, wie er hat gemacht, aber er hat geruncht und später wir haben gesagt Tete, Tete und er hat keine mehr an Bord gegeben von uns und ja, keine Ahnung so. Aber Tete ist nicht einfach weggelaufen. Der Beagle ist einen Abhang hinabgestürzt, 70 Meter in die Tiefe. Zum Glück bellt der Hund wie verrückt, sodass die Feuerwehr ihn überhaupt finden kann. Sogar die Höhenrettung aus Mannheim muss anrücken. Die Höhenretter von der Berufsfeuerwehr Mannheim haben den Hund jetzt entdeckt. Sie lassen sich jetzt komplett abseilen bis zum Boden und dann versuchen sie, den Hund einzufangen. Die Retter müssen sich über Stock und Stein und durch dichtes Geäst kämpfen. Tete jault und bellt und weist seinen Rettern so den Weg. So wie er klingt, wird er sehr froh sein, wenn Menschen da sind. Er wird auf die Menschen zugehen. Die Retter haben Leckerlis dabei. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er ein Geschirr angezogen kriegen kann, um ihn dann nach oben zu bringen. Gesagt, getan. Nach Stunden können die Retter den Beagle endlich aus der Tiefe holen. Auch für die Höhenretter ist dieser tierische Einsatz kein Alltag. Umso schöner, dass sie erfolgreich waren. Dem Hund geht's relativ gut. Der hat kleine Schrammen. Aber der Kreislauf ist stabil, der Bauch ist stabil, der Brustkorb. Hinten rechts besteht der Verdacht auf eine Fraktur. Das heißt, wir fahren jetzt in die Praxis und machen Röntgenbilder, damit der Hund gegebenenfalls morgen schon operiert werden kann. Glück im Unglück und natürlich ein mega erleichterter Besitzer. Wir sind sehr dankbar für die Arbeit für die Feuerwehr, weil wir haben so viele Hoffnung in zu Hause, aber auch wir waren sehr, sehr angst, sehr nervös mit diesem Problem, weil mit dem Regnen. Tete war niemals alleine auf dem Ball. So, und ja, wir sind sehr komplett dankbar für die spektakuläre Arbeit. Ein paar Schrammen und ein verletztes Bein. Ansonsten geht's Beagle Tete gut. Und der Appetit ist nach 28 Stunden auch schon wieder da. Na, Gott sei Dank. Was für eine Geschichte. Ich war schon vorher gerührt. Ich finde, das sind einfach so schöne, schöne Geschichten. Das ist so wunderbar. Ja, wenn ein Haustier verschwindet, ist das das Schlimmste. Das tut weh. Das tut echt weh. Nicht weh tut die Spätsendung um 21:15 Uhr. Das war die beste Überleitung. Wahnsinn, geht oder? Nicht besser. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Wahnsinn.